So heißt, wir haben von Anfang an eigentlich Gleitzeit gehabt, Teilzeit gehabt. Wir haben verschiedene Arbeitszeitmodelle. Hört sich jetzt ein bisschen vielleicht arrogant an, wenn ich sage, jeder kann arbeiten, wann er will, wie lange er will, Urlaub machen, wie lange er will. Das ist aber wirklich so. Bei uns ist auch kein Thema, was in anderen Firmen ein Thema ist, ja, ah, ich hätte gerne mehr Urlaub. Ja, wo ist das Problem? Wenn jemand mehr Urlaub machen will, soll er mehr Urlaub machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Generation Z Talk. Und heute geht es um das Thema Wohlfühlfaktor, um ein gutes Betriebsklima und wie man das schafft in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ich habe hier einen perfekten Gesprächspartner dafür, den Andreas Köppel. Erstmal herzlichen Dank, dass du da bist, lieber Andreas. Guten Morgen, Felix. Vielen Dank für die Einladung. Und der Andreas, der ist geschäftsführender Gesellschafter bei Stromboli, eine feinmechanische Werkstatt, die es seit 1988 gibt, 20 Mitarbeiter, zwei Azubis. Hat mir gesagt, da kommen jetzt auch noch zwei dazu ab August. Und sein Unternehmen, das macht alles in der Metall-, Ver- und Bearbeitung. Es geht um Konstruieren, es geht um Montieren. Also ein klassisches, ich sage jetzt mal eher noch kleineres Unternehmen, wo es ja ganz oft heißt in Bezug auf die Generation Z, ja, wir haben nicht die Möglichkeiten, wir haben auch nicht die Kapazitäten und auch nicht das Marketingbudget oder was auch immer man bräuchte, um junge Menschen zu begeistern und langfristig zu binden. Und ich habe Andreas kennengelernt bei einem Vortrag, den ich gegeben habe. Er kam danach zu mir und hat gesagt, das ist alles cool, was du erzählst, und wir machen das auch so. Und dann sage ich, ja, das ist ja spannend, dass ihr schon die Dinge umsetzt. Und das interessiert mich ja dann immer, wie das umgesetzt wird. Es gibt ja wie immer super viele verschiedene Wege, super verschiedene Möglichkeiten. Und heute wollen wir so ein bisschen sprechen zum Thema Wohlfühlfaktor, Betriebsklima in Handwerksunternehmen und was ihr, also in dem Fall du, für deine Mitarbeiter dazu machst. Jetzt hast du erstmal, ja, als wir gesprochen haben, hast du gesagt, ja, es gibt bei euch schon so einen besonderen Spirit irgendwie im Unternehmen. Die Mitarbeiter sind alle relativ lang da, teils 20 Jahre oder länger. Wie schaffst du das und wie würdest du diesen Spirit denn so beschreiben, der bei euch ist? Ja, wie schaffe ich das? Ich habe mich ja nicht hingesetzt und gesagt, so, Köppel, jetzt willst du mal irgendwie modern sein, du bist ein alter weißer Mann, wie ändern wir das? Du hast ja schon gesagt, ich mache seit 88, das ist langsam stetig gewachsen. Wir hatten schon immer so einen Spirit bei uns in der Firma. Das ist natürlich in einer kleinen Firma wesentlich einfacher zu realisieren als in einer großen Firma mit Strukturen in einem Konzern. Also heißt, wir haben von Anfang an eigentlich Gleitzeit gehabt, Teilzeit gehabt. Wir haben verschiedene Arbeitszeitmodelle. Hört sich jetzt ein bisschen vielleicht arrogant an, wenn ich sage, jeder kann arbeiten, wann er will, wie lange er will, Urlaub machen, wie lange er will. Das ist aber wirklich so. Das nochmal, wir haben keinen Kundenverkehr, wir haben keinen Service, wo morgens um 8 Uhr schon die Schlange der Kunden vor der Tür steht. Wir haben Gleitzeit. Heißt, der erste Kollege fängt um 5:30 an, der letzte kommt um 10 zum Kaffee trinken, hat den Vorteil, die Werkstatt ist von morgens 5:30 bis abends 6 Uhr, 7 Uhr besetzt, die Maschinen laufen. Das ist ein großer Vorteil. Man hat nicht das Problem, dass man Mitarbeitende anhalten muss, sei pünktlich, du bist wieder zu spät, eine Abmahnung. Sowas kennen wir bei uns alles gar nicht. Das ist ein sehr entspanntes, angenehmes Arbeiten miteinander, wo jeder sich so an seinen Biorhythmus anpassen kann. Ich persönlich stehe gerne früh auf. Um 4 geht mein Wecker. Alle denken immer, oh Gott, wie furchtbar. Ich mache es gerne so. Ich bin entspannt zu Hause, mache Frühstück, Spülmaschine, mache mein Mittagessen, gehe mit dem Hund raus, bin um 5:45 in der Werkstatt. Andere kommen später. Das ist ein großer Vorteil, den wir haben. Den sehen auch die Mitarbeitenden natürlich.
Ja, jetzt ist natürlich, aber die meisten werden dann wahrscheinlich trotzdem Vollzeit arbeiten, oder gehe ich mal von aus? Ja, Also. also wir sind knapp 20 Mitarbeitende. Wir haben Arbeitsverträge von, ich sag mal, 40%, 50%. Heißt, die arbeiten nur 20 Stunden in der Woche. Die meisten arbeiten 40 Stunden, also Regelarbeitszeit 100%. Das ist schon richtig. Aber durch die Zeiterfassung Gleitzeit hat jeder ein Stundenkonto. Da gibt es auch jetzt keine Reglementierung. Du darfst nur 20 Stunden haben oder 40 Stunden haben. Das ist relativ, wird relativ flexibel gehandhabt und großzügig auch von mir. Ja. Wir haben einen mitarbeitenden jungen Meister, der bei uns die Ausbildung gemacht hat, Meisterschule gemacht hat, der segelt offshore, der macht so Kapstadt-Rio, Regatten mit. Der ist im Jahr ungefähr 3 Monate unterwegs, hat aber eine volle Stelle hier, arbeitet relativ viel, ist auch samstags öfter da. Das ist sehr, sehr angenehm. Die meisten haben so ihren Rhythmus. Die haben Familie, haben Kinder. Der Kollege, der sehr früh anfängt, die Frau ist berufstätig, die haben 2 Jungs. Der macht um 2, halb 3 Feierabend, kümmert sich um die Kinder. Das ist natürlich angenehm, ne? Also Ja. Familie geht immer vor, Urlaub geht vor, eigentlich vor der Arbeit. Wir können uns das leisten oder ich finde es auch wichtig, das leisten zu können. Ja, da hast du natürlich jetzt mit so einem Punkt schon einen Stein im Brett, sagt man, glaube ich, bei der Generation Z, die das ja immer mehr fordert, eben auch ihre Freizeit einteilen zu können, so wie sie es möchte, aber du hast das ja schon länger eingeführt, oder? Das ist nichts Neues mit der Arbeitszeit. Nein, das ist nichts Neues. Das gibt es schon immer bei uns. Das hat sich so entwickelt. Ich vermute mal, ich bin so von meiner Struktur her so. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass ich mir nicht überlegt habe, wie führst du für eine Firma, wie machst du das? Das hat sich so entwickelt. Es ist eine sehr persönliche, individuelle Sache. Ich weiß, es gibt andere Firmen, ticken ähnlich. Die haben auch die Möglichkeit, können großzügig sein mit Anfangszeiten, mit Arbeitszeiten, mit Gleitzeit. Es gibt natürlich auch viele andere Firmen, da sieht das ganz anders aus. Und da gibt es dann Schwierigkeiten, ne? Ja, genau. Also du hast selber gesagt, es geht auch nicht in jedem Unternehmen. Es kommt halt immer drauf an, wie der Kundenkontakt ist oder ob die Kunden kommen oder was kaufen oder man dorthin muss, wie auch immer. Dann gibt es aber natürlich auch andere Faktoren. Manche sagen dann ja, okay, wir können einfach mehr zahlen. Dann kommen vielleicht auch mehr Mitarbeiter. Du hast zu mir gesagt, man kann mit Geld niemand halten. Das ist deine Meinung. Letztendlich ist es aber doch irgendwie schon wichtig für Mitarbeiter oder vielleicht auch nicht. Also, mit welcher Einstellung gehst du da rein und wieso diese Aussage? Ja, ich sag mal, also so ein Lieblingsspruch von mir ist immer, wir sind eine Pommesbude hier. Im Vergleich zu einem größeren mittelständischen Betrieb, 100, 500.000 Mitarbeiter, Inhaber geführt, die haben alles. Die haben eine Personalabteilung, die haben Einkauf, die haben Verkauf und so. Das ist bei uns ja alles klein und flach. Geld verdienen ist natürlich wichtig. Das ist auch für mich wichtig. Sonst würde ich nicht seit über 30 Jahren die Firma relativ erfolgreich, auch wirtschaftlich erfolgreich führen. Erfolgreich heißt für mich nicht, ich kann mir jetzt den zweiten Porsche kaufen oder die dritte Segeljacht oder meine Frau hat den zweiten Wagen. So, das ist nicht der Punkt, aber es läuft wirtschaftlich gut. Die Mitarbeitenden brauchen natürlich auch Geld. Die müssen auch wegen des Geldes arbeiten, aber wie erreicht man das? Also es bringt nichts, wenn ich sage, du verdienst hier 5.000, 6.000 Euro im Monat, komm her, dann habe ich nicht automatisch die besten Mitarbeiter, die motiviertesten Mitarbeiter. Geld ist wichtig, ja, aber nicht nur. Das ist wichtig, der Zusammenspiel ist wichtig, ne? Ja. Das hast du nämlich auch noch, du machst ja noch ein paar andere Sachen. Also gerade weil du jetzt vielleicht auch nicht mal schnell so die Gehälter zahlen kannst, die irgendwie die großen zahlen, damit sie einfach noch irgendwie an Leute kommen.
Machst du trotzdem andere Dinge? Und es gibt ja super viel andere Dinge. Du hast zum Beispiel im Vorgespräch erwähnt das Thema Dienstrad, sogar das Thema Dienstwagen und E-Auto. Kannst du mal, was hat es damit auf Ja, sich? also wir haben hier in der Firma so eine Fahrradfreak-Company, so ein paar Jungs, die wirklich hardcore Fahrrad fahren. Also jeder, der möchte, kann sich ein Dienstrad anschaffen. Heißt, wird über die Firma geleast, finanziert. Er muss das versteuern. Unterm Strich ist das für den Mitarbeitenden ein kleiner Mehraufwand. Und der hat ein super, ich sag mal, 5.000, 6.000 Euro Fahrräder sind da keine Seltenheit, also kann Dienstrad haben. Wir haben vor 3 Jahren, habe ich angefangen, Dienstwagen anzuschaffen. Dienstwagen hört sich immer so an nach, ich sag mal, Limousine. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber eine große Schüssel oder ein SUV oder ein Porsche oder keine Ahnung. Dienstwagen heißt bei uns, wir haben eine VWE-Abflotte, also kleine Elektroautos. Jeder, der wollte, hat ein E abbekommen. Wir haben inzwischen 12 kleine Elektroautos, die werden hier geladen. Und das ist wirklich, das war wirklich ein Mehrwert für die Mitarbeitenden. Wir haben einen Kollegen, der fährt pro Tag 40 Kilometer hin und zurück. Der hat im Monat, ich weiß nicht mehr, 200 Euro nur für Sprit bezahlt. Das ist natürlich ein Mehrwert, den die Mitarbeitenden haben und sehen. Mir ist es wichtig, ne? Es ist ein Verwaltungsaufwand, es war neu, es ist noch kein Neidfaktor da. Jeder hat das gleiche Auto, ich fahre auch ein E ab. Ich bin mal gespannt, wann in ein paar Jahren kommt so, ich hätte aber gern einen größeren oder so. Da muss man, das muss man auf sich zukommen lassen. Ich bin da immer sehr pragmatisch und sage, ausprobieren. Wenn es geht, wir probieren es. Das ist nicht für die Ewigkeit, Kollegen. Wir müssen gucken, das muss sich ja wirtschaftlich auch rechnen. Und auch so ein Kleinwagen, der rein theoretisch, kalkulatorisch im Monat mit allem 400 Euro kostet, ja, die müssen wir ja erwirtschaften hier. Mal 12, das sind 5.000, 6.000 Euro im Monat, die müssen natürlich erwirtschaftet werden, ne? Ja, aber jetzt hast du ja bei so Ideen, triffst du ja schon das, wo sie, das hört sich jetzt so an, die Mitarbeiter wollen das auch. Oft wird ja was angeboten, wo Mitarbeiter dann irgendwie gar nichts mit anfangen können oder dass das auch nicht wirklich dankend annehmen. Wie kommst du dann auf die Ideen, deinen Leuten das zu geben, was sie auch brauchen? Machen die regelmäßig Vorschläge oder sprecht ihr einfach viel miteinander? Das kann auch sein. Ja, also wir sprechen schon viel miteinander. Es gibt ja eigentlich eine gute Kommunikationskultur. Nochmal, das ist natürlich in einer kleinen Firma einfacher. Ich begrüße jeden persönlich, ich verabschiede jeden persönlich. So. Das ist ein relativ enges Miteinanderarbeiten. Wir sitzen ja nicht alle an einer Maschine. So, wir haben auch relativ große Räumlichkeiten hier, aber es wird schon viel kommuniziert. Aber ich denke, es ist so eine Sache. Mir ist es wichtig, dass ich gerne zur Arbeit gehe, dass mir die Arbeit Spaß macht. Ich möchte ja auch mit Menschen zusammenarbeiten, nicht damit die hier die Kohle ranscheffeln oder ich die ausbeuten kann oder so viel wie möglich Geld aus der Firma ziehe, sondern das soll ja ein Mehrwert sein für mich, für die Mitarbeitenden, für die Gesellschaft, ganz wichtig. Deshalb, wir bilden aus für die nächste Generation. Das ist schon wichtig. Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das, muss ich sagen, hat sich so ergeben. Also, bei uns ist auch kein Thema, was in anderen Firmen ein Thema ist, ja, ich hätte gerne mehr Urlaub. Ja, wo ist das Problem? Wenn jemand mehr Urlaub machen will, soll er mehr Urlaub machen. Ich kann natürlich nicht hingehen, dem Kollegen 30, 40, 50 Tage Urlaub bezahlen. Irgendwo muss das Geld herkommen. Also es werden 25 Arbeitstage bezahlt. Der Rest, den musst du ausgleichen. Also musst du vorarbeiten. Samstags mal arbeiten, Stunde länger machen. Die Kollegen machen alle deutlich mehr länger Urlaub als 5, 6 Wochen bei uns, ne? Also Urlaub ist kein Thema, zum Glück. Da weiß ich, in anderen Firmen ist es anders. Die haben 25 oder 30 Tage und keinen Tag mehr. Jeder Tag mehr ist Kampf, ist schwierig oder mal irgendwie Fußballspiel in der Woche, nächsten Tag frei nehmen. Ach, geht nicht und so. Das ist so eine Einstellungssache von mir.